Einen schönen guten Morgen nochmals an dieser Stelle, liebe Zuschauer. Für alle die das JFD-Devisenradar vom heutigen Morgen nicht gesehen haben, jetzt hier an dieser Stelle nochmal Hallo zum JFD Live Trading TV, jetzt um 11 Uhr. Wir wollen den DAX näher betrachten, der sich hier sehr interessant zeigt, denn wir hatten zunächst eine positive Ausgangsbasis anhand statistischer Rahmenpattern sozusagen, anhand der FTSE-Vektorlogik, hierzu auf der Gottmatsch Trader Startseite in der Früh vor Börseneröffnung direkt den Artikel in den Markt gegeben sozusagen. Und wir gehen jetzt direkt mal hier auf den Prognosechart, der zunächst durchaus leicht rückläufigere Notierung annahm. Und jetzt gehen wir direkt mal in den Live-Chart über. Wir sehen hier die aktuellen Geschehnisse, das heißt leicht rückläufige Notierungen waren es nicht nur. Nein, es ging vielmehr auch unter das prognostizierte Tagestief unter 11.955 Punkte nach der FTSE-Logik. Und jetzt sind wir auch hier unter diesen Support gefallen, diese rote Linie 11.928, ein wichtiges Level. Jetzt sind wir hier am 38er Fibonacci Retracement angekommen. Das ist hier das Niveau 11.908 Punkte und hier sollte sich der Index fangen. Das sieht aktuell nicht gut aus. Es deutet sich vielmehr, wenn wir es nicht schaffen, 11.908/11.928 Punkte zu verteidigen, es deutet sich dann vielmehr an, dass der Markt hier weiter zurücksetzen könnte. Das Handelsbilanzsaldo aus der Eurozone kam gerade rein. Erwartet wurde hier ein Niveau von 15 Milliarden Euro. Im Januar lag dies auch bei 7,9 Milliarden Euro. Die Reaktion dessen ist hier leicht negativ, wie wir auch hier beim DAX sehen. Und insofern muss man mal sehen, ob wir neue Tagestiefs machen. In jedem Fall hat das bullische Pattern hier zunächst etwas an Charme verloren, aufgrund dessen, dass wir einerseits zu tief zurückgesetzt sind, andererseits eben auch hier jetzt unlängst vor neuen Tagestiefs stehen. Schauen wir uns das nochmal direkt in der Guidance-Plattform an, wie sich das jetzt hier in der übergeordneten Optik sozusagen darstellt. Also Niveau ist ganz wichtig, klar definiert. Wir haben auch hier das heutige Support-Level anhand des Pivot-Punktes, hier auch das 38er Fibonacci-Level, eben alles hier in diesem Bereich. Und wenn wir neue Tagestiefs machen, dann sieht es sehr, sehr stark danach aus, dass wir hier in Richtung 11.800 Punkte zurückfallen. Das heißt, es dürfte hier nochmals rund 100 Punkte nach unten gehen, wenn wir uns hier nicht oder wenn es der DAX vielmehr nicht schafft, sich jetzt hier in diesem Bereich zu stabilisieren. Was würde es bedeuten, wenn wir auf 11.800 Punkte zurückfallen. Schauen wir uns das kurz im Tageschart an. 11.800 Punkte wäre im Prinzip hier anhand des Wochenpivotpunktes noch gar keine Dramaturgie. Wir wären hier lediglich an diese obere deckelnde Aufwärtstrendkanallinie zurückgelaufen. Wenn es hier eine Art Pullback gibt, dann besitzt der DAX von diesem Level ausgehend sehr gute Chancen, wieder nach oben anzuziehen. Also achten Sie darauf, wenn der DAX jetzt wirklich, und danach sieht es aktuell aus, weiter abrauscht, dann haben wir hier Niveaus 11.800 zu erwarten. Und wenn dieses Niveau eben hier punktuell touchiert wird, dann, und da passe ich den Prognosefall gerne mal ein Stück weit an, dann sieht es gut aus, dass wir von diesem Level ausgehend, wenn denn der Pullback erfolgt, ansteigen dürften. Knapp drunter unter 11.700 Punkten wird es hingegen eng. Wir haben hier diese Aufwärtstrendlinie seit Anfang Februar im Tageschart und wir haben heute Abend 19 Uhr die FED-Sitzung. Sollte es hier im Zuge der nachbörslichen Geschehnisse zu einem stärkeren Ausverkauf kommen und diese Trendlinie hier brechen, dann sieht das für die nächsten Tage nicht gut aus. Allerdings, und in der jüngsten Zeit waren die FED-Events eher positiver Natur, und da bringen wir jetzt hier direkt nochmal die Saisonalität ins Spiel. Wenn die Fed heute sozusagen keinen Zinshammer verpasst dem Markt, sondern wie auch immer geartet Statements bringt, dass die Leitzinsanhebung vielleicht doch auf sich warten lässt oder es eine Verzögerung gibt oder was auch immer, wir wollen gar nicht orakeln. Letztlich, die Saisonalität weist ein bullisches Bild weiterhin auf. Der DAX auch übergeordnet hier nach wie vor weiter strong bullish, wenngleich auch mit seinen knapp 24% seit Jahresbeginn eindeutig überhitzt. Also hier dürfte es mal einen stärkeren Rücksetzer geben nach dem Touchdown hier dieses Ziellevels, welches wir schon lange im JFD-Radar auch hier auf der Pfanne hatten, 12.150, 12.200 Punkten. Wäre es durchaus möglich, jetzt hier eine größere Konsolidierung zu starten, aber der gestrige Verlusttag und die heutigen bisherigen Verluste lassen hier noch nicht die Annahme einer größeren Korrekturbewegung zu. Schauen Sie sich die Situation hier Anfang Januar an. Auch zwei schwache Tage danach, Seitwärtsrange und weiter ging es rauf. Also wenn wir denn mal hier drei Tage, / vier Tage mit schwarzen Kerzen sehen, dann wäre das durchaus mal eine Annahme, ähnlich wie hier im Dezember, dass der Markt vielleicht doch ein Stück weit tiefer zurücksetzen könnte. Doch dafür fehlen aktuell die Indikationen. Warten wir ab, was der Tag noch bringt. Letztlich hier, jetzt neues Tagestief, das ist die JFD MetaTrader
Indikation vom DAX, der CFD DAX, 24-Stunden-Indikation, und wir haben ein neues Tagestief gemacht. Wir geben hier diesen Support jetzt auf. Das sieht nicht gut aus. Insofern lassen Sie sich durchaus überraschen in dem Zusammenhang, dass 11.800-11.700 Punkte im Worst Case hier auf der Uhr stehen könnten, wenn die Bullen es nicht schaffen, jetzt hier ein schönes Reversal einzuleiten. Also, auch hier hat sich gezeigt, die positive Anfangsannahme einer bullischen Fortentwicklung im Sinne des Patterns der FTSE-Vektorlogik hat sich heute hier scheinbar nicht erfüllt, aber das ist der Markt, das ist die Realität. Wir passen uns dem an und wollen doch mal sehen, was der DAX macht, wenn es denn jetzt hier weiter gen Süden geht. Die Chance, wie gesagt, das ist der Stundenchart, gehen ein Stück rein, dass der DAX sich auch hier mit einem Reversal fangen kann, ist gegeben, aber technisch ist er jetzt definitiv angezählt im Sinne eines bevorstehenden K.O.s, was dann hier weitere Verluste bedeuten könnte. Also, seien Sie gespannt, wir werden Sie nachher nochmal im JFD Desktop auf dem Laufenden halten mit einem kleinen Update zum DAX am Nachmittag. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen entspannten Vormittag, eine gute Handelszeit, und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. In diesem Sinne, auf bald, Ihr Christian Kämmerer.